Ja, komm Leute, sagen wir es, wie es ist. Uns gehen die Rubriken aus. Und da haben wir natürlich überlegt, wo kann man denn am besten klauen? Wir bedienen uns einfach bei denen, die wirklich erfolgreich sind. Bei Galileo, bei Ayman Abdallah. Wir machen jetzt auch hier bei MTV Home einen Fake-Check. Es gibt eine Sache, von der ich immer dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch Quatsch, das ist doch gefaked, das ist doch nicht echt. Letztens habe ich es wieder im Fernsehen gesehen, bei RTL. Da wurde Sylvie van der Vaart hypnotisiert. Ja. Ja, und ob das nun wirklich so ist, das werden wir heute rausfinden. Und deswegen haben wir den Star-Hypnotiseur der ganzen Welt eingeladen. Er bezeichnet sich selber als der beste Hypnotiseur Deutschlands, Wolfgang Künzel. Bei meiner neuen Jacke schwöre ich, dass ich mich auf keinen Fall der Versuchung hingeben werde, so zu tun, als wäre ich hypnotisiert, wenn ich es nicht wirklich bin. Also entweder der schafft das und es ist echt und es gibt's, oder eben nicht. Herzlich willkommen zum ersten MTV Home Fake Check. Ich muss ja zugeben, am Anfang war mir schon ein bisschen unwohl, aber als ich Wolfgang dann besser kennengelernt habe, war ich mir sicher, dem Mann kann man vertrauen. Es klappt nicht mit jedem Menschen in kurzer Zeit, aber das, was man sonst im Fernsehen sieht, insbesondere wenn ich hier dabei bin, ist hundertprozentig echt. Ja, und dann legen wir auch gleich los. Die Füße nebeneinander. Schön nebeneinander. Die Füße nebeneinander. Wie sind da nebeneinander? Ja, richtig. Ganz nebeneinander. Als dann auch die letzten Zweifel und Missverständnisse meinerseits beseitigt waren, ließ ich los. Und dann ging alles sehr schnell. Ich ließ es einfach geschehen. Lass einfach geschehen, was geschehen möchte. Atme ganz ruhig, tief und gleichmäßig. Lass es einfach geschehen jetzt. Tiefer und tiefer sinkst du immer tiefer in diesen wunderschönen Zustand der Entspannung. Schlaf tiefer und tiefer. Immer tiefer sinkst du tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand der Entspannung. Immer tiefer und tiefer. Mit jedem Atemzug sinkst du jetzt noch tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Ich mit meinem Fingerstippe kannst du deine Augen öffnen, dann kannst du aufstehen. Mach auf. Lass dich mal aufstehen. Ist durcheinander jetzt gerade. Schlaf tief und fest. Steh sicher und gerade. Steh sicher und gerade auf deinem Platz. Fühl dich vollkommen wohl. Alles, was ich dir nun sage, das wird dir gefallen. Du wirst dich wundervoll fühlen. Auch nach dieser Hypnose wirst du dich wundervoll fühlen. Wenn ich jetzt mit meinen Fingern stelle, bist du hellwach und sprichst nur noch Englisch. Was hast du gestern gemacht? When I had dinner. I had a good sleep in it. Another movie. Fall asleep. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Well, go fuck yourself, San Diego. Schlaf. So, die nächste Aktion, das war wirklich unglaublich. Das ließ mich komplett vom Glauben abfallen. Plötzlich spürst du, dass hier etwas wächst. Ein kleines Baby. Du bist schwanger. So, das geht jetzt ganz schnell. Vierter Monat, fünfter Monat, sechster Monat, siebter Monat, achter Monat. Und du weißt, dass Joko der Vater ist, wo der Vater ist, wo der Vater ist. Was schaust du nach deinem Bauch? Sieht man nicht. Und wo möchtest du das Kind auf der Welt bringen? Jetzt hier in dem Raum? Sonder? Couch. Auf der Couch. Mhm. Schlaf. Einiges durcheinander gewürfelt da oben. Und das war noch lange nicht alles. Hier konnte ich meinen Arm einfach nicht mehr bewegen. Er war wie eingefroren. Oder hier, ich war fest davon überzeugt, dass ich in einen leckeren, süßen Apfel beiße. Dabei handelt es sich um eine riesige Zwiebel. Und hier klebte plötzlich das Glas an meinen Lippen. Ich konnte meine Lippen einfach nicht mehr lösen. Okay, Moment, Moment, wir machen hier mal kurz Pause. Also genauso hätte RTL das geschnitten, ja, so Musik und Schwarz-Weiß und so. Aber wir sind nicht bei RTL, deswegen spulen wir jetzt einfach mal an den Anfang zurück. Ich zeige euch mal ein paar Szenen, die wir rausgelassen haben. Ohne Musik und das ganze große Brimborium, ja? Bitte.
So, hier. Na, das soweit. Noch mal ein bisschen vor. Genau, hier jetzt erstmal gleich die große Vergesse-deinen-Namen-Nummer. Du kannst den Raum nicht verlassen. Und du kannst jetzt deinen eigenen Namen nicht mehr aussprechen. Und irgendwas ist in der Kamera. Da hast du richtig Angst vor. Kannst du mir deinen Namen sagen? Klaas. Mhm. Wolfgang. Okay. So, jetzt kommt der Teil, wo ich schwanger bin. Plötzlich spürst du das hier in dir. Oh Mann, Wolfgang, das Handy aus. Ich in Trance und du am Handy, oder was? Dass in dir etwas wächst. Ja, da wächst was. Ein kleines Baby. Du bist schwanger. Tiefer und tiefer sinkst du. Pass mal auf, das wird noch besser. Gerade eben hast du erfahren, wer der Vater ist, das Joko. Wolfgang, jetzt übertreibst du aber. Das passt ja gar nicht. Nee. Ja, also, ich weiß nicht, ob das jetzt hier für allgemeine Enttäuschung sorgt, aber so richtig schwanger fühle ich mich ja, nicht. Ja, komisch, ne? Oder hier mit der Zwiebel, ja? Wo ich denken sollte, es ist ein Apfel. Ey, das habe ich gerochen, als sie es aus der Tupperdose geholt haben. Mach auf. Ja, habe ich jetzt mitbekommen. Mhm. Hypnose ist immer noch keine Bewusstlosigkeit. Nee, aber auch, dass er kein Apfel ist. Das Glas klebt fest zwischen deinen Lippen. Das Glas, das an meinen Lippen klebt. Das magische Glas. So, machen wir hier noch mal kurz eine Pause. Also fürs Protokoll, so kann man es auch schneiden. Zusammenfassend kann man sagen, hypnotisieren klappt bei vielen Leuten, bei mir irgendwie nicht, aber egal. Wir können es auch noch ganz anders schneiden. Ich habe da noch eine Idee. Zum Beispiel so, als schöne und kostenlose Kuschelstunde. Danke, Wolfgang.